Aber gestern ein Statement gehört von einem Bäcker, der gesagt hat, wenn du ein okay Brot machen willst, kannst du es relativ schnell tun. Wenn du ein gutes Brot machen willst, brauchst du ein bisschen Erfahrung. Und wenn du ein wirklich, wirklich, wirklich gutes Brot machen willst, brauchst du 5 bis 10 Jahre Erfahrung. Das hat mich extrem motiviert. Wie ihr vielleicht wisst, lese ich extrem viel über die einzelnen Mehltypen und die einzelnen Brotarten und versuche mich permanent weiterzuentwickeln. Und so auch in der ganzen Zopfgeschichte. Ich habe meine Zopfpraktik ein bisschen optimiert und möchte heute mit euch ein paar Tipps und Tricks scheren, die mir helfen, meine Zöpfe noch besser zu machen. Ich bin noch nicht am Ende angekommen, also ich habe noch keine 5 oder 10 Jahre Erfahrung. Das heißt, meine Zöpfe sind wahrscheinlich so zwischen okay und gut. Aber natürlich will ich on top of the league gehen. Gut, unsere Nachbarn freuen sich, weil die können ja die Zöpfe nicht alle selber essen. Das heißt, die werden heute wieder verschenkt. Heute an wieder Panistascha, Panjusek und Panfranek. Eigentlich für die, die wir die meisten Zöpfe machen. Gut, so let's start with the tricks. Der erste Tipp ist einer der wichtigsten Tipps, weil er am Anfang geschieht. Und wenn wir das nicht richtig machen, haben wir keine Chance, ein gutes Brot oder einen guten Zopf zu machen. Es ist nämlich die Möglichkeit herauszufinden, ob wir den Teig genügend geknetet haben. Wenn ihr das mit der Maschine macht oder mit den Händen macht, ist es völlig egal. Ihr könnt diesen Tipp oder Trick immer anwenden. Und zwar alles, was ihr macht, ihr schneidet ein Stücklein Teig mit der Teigkarte ab und dann immer von innen nach außen, also nicht von oben nach unten, sondern von innen nach außen, versucht ihr diesen Teig ein bisschen zu ziehen und er darf nicht reißen. Das ist ein alter Trick, hat mir meine Mutter beigebracht und funktioniert wunderbar. Und wie ihr seht, kann ich hier fast durchschauen. Das heißt, dieser Teig ist sicher sehr, sehr gut geknetet. Und wenn ihr das eben von innen nach außen macht, dann habt ihr keine Last vom Teig, sondern ihr zieht einfach. Und wenn ihr es von oben nach unten machen würdet, dann glaube ich, gut, es geht wahrscheinlich auch. Aber schaut mal. Going to be a good, good, good bread today. Gut, das war Tipp Nummer 1. Der Teig ist jetzt circa eine, vielleicht anderthalb Stunden aufgegangen und ich verwende immer denselben Bowl hier und decke es mit so einer Folie ab und diese Folie könnt ihr immer wieder verwenden. Also ich verwende die über mehrere Wochen oder wenn nicht sogar Monate. Einfach schnell abtropfen oder abwaschen oder so mit einem Tuch, weil vom Aufgehen des Teiges bilden sich teilweise so ein bisschen Wassertropfen innen, damit die Folie dann nicht irgendwie nass gelagert wird. Also gut, aber den nächsten Trick, den ich euch zeigen möchte, ist eigentlich das Resultat des Tricks, aber einfach, dass ihr seht, was ich damit meine. Und zwar habe ich den Teig ganz ein wenig mit Öl bestrichen, damit er nicht klebt. Weil wir haben ja sehr viel, wir haben ihn aufgehen lassen und es ist jetzt beim Zopf vielleicht nicht so wichtig, aber wenn ihr Brote macht oder so, möchtet ihr ja, dass diese Luft, die im Teig gebildet wird, dass ihr die behalten könnt und möchtet den Teig beim Rausnehmen aus der Schüssel so möglichst wenig verletzen. Und deshalb verwende ich ein bisschen Öl und jetzt schaut mal, wie einfach sich dieser Teig hier rauslösen lässt. Schaut mal. Und wenn ihr da reinschaut jetzt, hat es keine Teigüberreste. Und wenn ihr das nicht macht, und ihr braucht wirklich nur ganz wenig Öl, und am besten ölt ihr einfach die Hände ein bisschen ein, mit ein wenig Öl, und bestreicht ihn dann. Und wenn ihr das nicht macht, dann bleibt eben ein großer Teil des Teiges an dieser Schüssel kleben und verletzt den Teig. Gut. Was wir jetzt machen ist, wir portionieren jetzt den Teig.
Wir machen 2-3 Strangzöpfe. Ich habe gerade entschieden, dass ich noch die anderen Nachbarn auch beglücke heute. Und deshalb werden wir die schnell portionieren. Gut, wir haben jetzt die einzelnen Portionen gemacht. Und was ich dann jeweils mache, ist, ich drücke es ein bisschen flach, lege es einmal um, lege es ein zweites Mal um, bilde eine Kugel. Das mache ich, damit der... Ich habe gemerkt, wenn es zu viel Luft im Teig hat, das gilt jetzt nur für Zöpfe natürlich, im Brot will ich viel Luft, wenn es zu viel Luft drin hat, dann tendieren die Stränge dazu zu reißen. Deshalb mag ich das so ein bisschen flach zu drücken und so zu Kugeln zu formen. Und dann werde ich es ein bisschen stehen lassen nochmals, bevor wir dann die einzelnen Stränge rollen. Gut, ich habe diese Teiglinge jetzt unter dieser Folie, dieselbe Folie wie vorhin, nochmals vielleicht 20 Minuten ruhen lassen und werde nun die Stränge auswollen. Also, und für das Rollen der Stränge drücke ich jeweils den Teig ein bisschen runter, falte ihn von unten nach oben, von oben nach unten und rolle ihn dann. Und wie ihr seht, machen wir eine Abart des Dreistrangzopfes und deshalb muss er in der Mitte dicker sein und gegen außen dünner. Das ist nicht der normale Dreistrangzopf, den wir schon mal vorgestellt haben, sondern eben eine andere Form. So, gut. Hier in der Mitte noch ein bisschen. Gut, also beginnen wir mit dem Flechten. Hierfür legen wir den Zopf, die Stränge meine ich, so über Kreuz könnte man sagen. Und dann müssen wir uns merken, von welcher Seite wir beginnen, weil wir auf beiden Seiten dasselbe machen müssen. Wir beginnen jetzt von links nach rechts. Dann hier so schön eine Spitze abdrücken, dann drehen wir das, dann haben wir ja von links nach rechts begonnen. Selbiges hier. Hier ebenfalls so zu einer Spitze abdrücken. Falls ihr euch gefragt habt, wer denn so im Video schnarcht, dieses Turbo. Und er hat leider ein böses Bein und das müssen wir täglich mit warmen und kalten Umschlägen einbinden und hoffen, dass es ihm bald besser geht. Aber auch wenn er kein böses Bein hätte, würde er den ganzen Tag durchschnarchen. So sein Style. Und die Zöpfe werden dann mit pflanzlicher Milch und Kurkuma bestrichen. Wer will, kann natürlich auch Kuhmilch nehmen oder Ei. Und kommen dann bei 200 Grad ca. 40 Minuten in den Ofen. Noch was zur Temperatur. Früher habe ich 220 Grad auf 220 Grad gebacken, aber meine Erfahrung zeigt, dass zumindest bei diesem Ofen 200 Grad bessere Resultate erzeugt, da die Zöpfe bei 220 Grad bei mir die Tendenz haben, zu schnell aufzugehen und zu reißen. Das müsst ihr aber ein bisschen selber pröbeln bei eurem Ofen oder ihr habt vielleicht schon eine gute Regel. Und deshalb mein Tipp ist einfach, versucht mal da ein bisschen einfach rumzuspielen. Gut, wir sind gespannt auf das Resultat und werden euch die Zöpfe etwa in 35 Minuten zeigen. Klopftest. Zeigt euch, ob der Zopf durch ist oder nicht. Der hier ist durch. Und schaut mal, wie wunderschön der geworden ist. Eine wunderschöne Art des Dreistrangzopfes. Und ich hoffe, er schmeckt auch so. Leider verschenken wir den und werden es nicht wissen. Aber wir werden es hören.